Petra Kronberger, alles hat sie schon gewonnen in ihrer steilen Karriere. Naja, die Petra hat natürlich mal das alles mitgebracht, was Spitzensportlerinnen mitbringen. Das ist Talent, das ist Ehrgeiz, das ist eine mentale Stärke. Ja, schreibt sie heute wirklich Skigeschichte? Zweimal Olympiasieger, olympische Goldmedaille. Die erste Läuferin vielleicht, die in allen fünf Disziplinen ein Weltcuprennen gewinnt. Sie war eine wirklich tolle Athletin. Sie hat können so kurz vorm Start irrsinnig fokussiert sein auf sich und auf ihre Aufgabe. Und das hat sie besonders ausgezeichnet. Petra Kronberger, eine Ausnahmeerscheinung des österreichischen Skisports. Der Salzburgerin gelang es als erste Rennläuferin in allen fünf Skidisziplinen zu gewinnen und das in nur einer Saison. Ein Weltrekord, der jedoch zwischen ihren Weltcup- und Olympiaerfolgen und dramatischen Niederlagen beinahe untergegangen wäre. Eine außergewöhnliche Karriere mit überraschenden Wendungen. Anfänglich hat es mir einfach Spaß gemacht und es war toll, dass mein Vater mich mitgenommen hat, schon sehr bald. Also ich habe mit knapp 3 Jahren Skifahren begonnen, die ersten Ski bekommen. Bin zuerst zwischen Haus und Hof herumgefahren, aufgetretelt, runtergefahren, über Schanzen gesprungen. Es hat wahnsinnig viel Schnee gehabt damals. Und meine Mutter, muss ich wirklich auch sagen, die hat das mitgemacht, auch wenn sie nicht immer so begeistert war, vor allem dann, wie ich schon angefangen habe, auf der Piste zu fahren und das nicht weiß Gott wie langsam. Da hat sie natürlich auch Sorge gehabt, aber sie hat gemerkt, dass ich richtig Freude habe dran und dann hat sie mich erlassen. Und da war einfach der Spaß im Vordergrund, habe noch nicht dran gedacht an irgendwelche Erfolge. Das ist dann erst so gekommen, also mit 6 Jahren, das erste Rennen, weiß nicht, waren es Club- oder Ortsmeisterschaften. Der erste Sieg und der erste Pokal. Und die Pokale waren für mich einfach total der Ansporn, weil es so ein bisschen glänzt hat und glitzert hat. Ich kann mich schon gut erinnern, wie wir dann schon immer alle in der Küche gesessen haben. Damals zuerst, glaube ich, war es noch Schwarz-Weiß-Fernseher und eben fest die Daumen gehalten haben beim Franz Klammer, bei der Annemarie Moser und wie sie alle geheißen haben. Natürlich waren wir sehr Österreich bezogen und haben sie ihm nur den Österreichern gegönnt. Aber, und meine Großmutter hat auch noch die Zeiten mitgeschrieben. Also es war so typisch, diese Familie, denen der Skisport sehr viel gegeben hat und die mitgefiebert haben mit den Österreicherinnen und Österreichern. Wir haben zwar alle auf einem Bauernhof gelebt, aber mein Papa hat früher ganz am Anfang Holz gearbeitet, ist auch nach Deutschland gegangen und ist dann LKW-Fahrer geworden für eine Zementfirma und hat aber immer mitgeholfen am Bauernhof. Und meine Mutter ebenso, also die hat auch immer mitgeholfen, wenn was zu tun war am Bauernhof. Und meine Mutter hat auch am Bauernhof mitgeholfen, aber ist dann in Pension gegangen und hat dort gearbeitet. Ich lebe gerne ein bisschen abseits, nicht direkt im Rummel. Zum Beispiel in der Stadt, da konnte ich mir es nicht vorstellen, wenn ich da wohnen müsste. Ich mag einfach die Berge, ich mag die Natur. Und wenn ich mal so allein irgendwo hingehe, spazieren, das tut mir gut. Oder finde ich wieder mehr zu mir selber. Mit 10 Jahren entscheidet sich Petra Kronberger, eine Schule mit sportlichem Schwerpunkt zu besuchen. Zuerst besucht sie die Skihauptschule Bad Gastein und danach eine Skihandelsschule. Seit dem Abschluss der Skihandelsschule in Schladming arbeitet Petra Kronberger, wenn immer es die karge Freizeit erlaubt, in einer Bank in Bischofshofen. Heuer ist sie nur wenige Tage an ihrem Arbeitsplatz. Das hat mir irrsinnig getaugt. Also ich war extrem dankbar dafür. Ich hätte am liebsten noch viel mehr und viel öfter dort gearbeitet, weil es so eine tolle Abwechslung war. Ich habe andere Leute kennengelernt, ich habe was dazugelernt. Ich habe immer im Kopf gehabt, ich möchte irgendwann gerne mal studieren und Sprachen lernen. Das war so mein Traum. 40% der Nachwuchsläufer beenden mit 15 Jahren ihre Skikarriere. Schule und Berufsausbildung sind die Hauptgründe für diese Entscheidung der Eltern. Man braucht viel Glück und es kann ja sein, dass es ein Punkt ist und es geht einfach nicht mehr. Und wenn man dann da steht ohne Beruf, nein, also ich versuche jetzt einmal Beruf und Skifahren gleichzeitig zu machen.
dieser Gedanke, das Skifahren allein wird es für mich nicht sein. Ich möchte auf alle Fälle irgendwas dann anders machen, später. Das war für mich schon immer da. Und ich kann mich noch erinnern, da hat ein Trainer mal zu mir gesagt, ich glaube, es ist gescheiter, wenn du aufhörst. Und das habe ich natürlich schon sehr zu Herzen genommen und habe mir schon ernsthaft die Frage gestellt, ob ich noch weitermachen soll oder nicht. Und dann habe ich aber weitergemacht, weil ich mir gedacht habe, jetzt sind wir schon so weit den Weg gegangen, also auch mit meinen Eltern, mit den Trainern, schulisch und so weiter. Und ich würde es bereuen, wenn ich aufhören würde, also mache ich weiter. Aus purem Spaß am Skisport wird ernst. Petra Kronberger fällt durch ihr Talent und ihren enormen Ehrgeiz beim Training auf. Zweite, Petra Kronberger mit 45 Sekunden Rückstand. Das gesamte Trainerteam war so stolz, dass da die Mädchen sich also wirklich beherzt darauf gekämpft haben. Sie ist eine Läuferin gewesen, die man zum Training nicht motivieren und zum Rennsport nicht motivieren hat müssen, sondern eher einbremsen hat müssen und gesagt, Petra, bitte heute einmal Nachmittag ein bisschen weniger, wir haben morgen ein Slalom, das wird spritzig sein, du bist gut genug, du hast genug trainiert. Daher war dieses Vertrauen da, dass sie nicht, wie man so schön sagt, abbezahlt, sondern dass sie wirklich will und ehrgeizig ist und eher als Trainer die Aufgabe ist, so zu steuern, dass man ein bisschen Druck ausnimmt. Und das, glaube ich, war gerade bei ihr ganz wichtig. Und vielleicht, dass man das auch im letzten Jahr sogar ein bisschen übersehen hat. Von 1988 bis 1992 war Raimund Berger Cheftrainer des ÖSV-Damenteams. Er war Förderer und Vertrauter von Petra Kronberger. Diese Freundschaft besteht bis heute. Berger weiß auch, der Kronbergers Potenzial in allen Disziplinen förderte. Ich war zuvor Riesenslalom-Trainer und habe die Spezialistinnen trainiert. Die haben Slalom und Riesenslalom im besten Fall fahren können. Bei der Petra, das hat man schon gesehen in den Ansätzen, sie ist prädestiniert für alle vier Disziplinen gewesen. Wir haben ja vier Aspirantinnen, sagen wir so, für einen Gesamtweltcup gehabt. Das war die Wacht Anita als die Arrivierteste, dann die Meier Uli, eine gewisse Winter Sabine und die Kronberger Petra. Und eine von den vier haben wir gehofft, dass sie diese Lücke zwischen Moser Bröll und eben diese 10-jährige Lücke füllt. Zunächst Petra Kronberger aus Pfarrwerfen in Salzburg. Ein sehr großes Skitalent. Sie fährt alle Disziplinen, ist sehr vielseitig. Im Schweizer Bad Leukerbad macht Kronberger 1987 mit ihren ersten Weltcup-Punkten auf sich aufmerksam. Sie beginnt, zu den Spitzenläuferinnen aufzuschließen. Ja, und um 200 verreicht. Petra Kronberger macht einen Weltcup-Punkt. Das ist natürlich eine Riesenfreude und verständlich die Reaktion der Rennläuferin. Zweiter Weltcup-Start und bereits der erste Weltcup-Punkt. Natürlich muss man sich auch kleine Ziele setzen und kleine Schritte gehen. Das Interessante war, und ich weiß nicht, woher das gekommen ist, ich habe immer so in mir getragen, wenn du Olympiasiegerin bist, dann hast du es geschafft. Wie muss man da tun, dass man Olympiasiegerin wird? Also die waren wirklich am Olymp oben. Die waren so weit weg und diese Vorstellung, es ist ein Riesenspagat von, wie es damals ich war, als Kind, Schülerin, Jugendliche, zu einem Olympiasieger, das war so unüberwindbar eigentlich. Ich habe mir dann gedacht, okay, es hat sicher damit zu tun, dass du Grenzen überwinden musst und dass eigentlich mehr möglich ist, als du jetzt glaubst. Und dann macht man sich halt auf den Weg, so in kleinen Schritten voranzugehen und zu schauen, wie weit komme ich. Ein Skimädchenreport, einmal anders. 1988 qualifiziert sich die damals erst 19-jährige Petra Kronberger für die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Calgary. Plötzlich steht die junge Salzburgerin in der Weltöffentlichkeit des Skisports. Ja, es war irrsinnig aufregend, spannend. Aber ich habe mir immer ein bisschen im Windschatten halten können von den total guten Skifahrerinnen. Ich weiß, dass Sigrid Wolf war damals Favoritin für den Super-G, ist ja dann auch Olympiasiegerin geworden.
Natürlich wollte ich meine Leistung bringen. Ich habe schon gewusst, Breitsch steht am Start von Olympischen Spielen. Ich möchte schon halbwegs gut fahren. Also war aufregend, war eine schwierige Abfahrt damals. Und bin dann Sechste geworden, was ein tolles Ergebnis war. Und dann habe ich auch bestätigt, dass meine Nominierung gerechtfertigt war. Die Damenmannschaft stand in den späten 1980er Jahren unter großem Druck. Denn der ÖSV suchte die neue Annemarie Moser-Pröll, die ihre Karriere 1980 beendet hatte. Wenn man mal Fünfte wird, dann beachtet man das andere gar nicht. So, im Gegenteil, das ist eine Freude, wenn die Leute herkommen und ein Autogramm haben wollen für dich. Das ist einfach super, das ist unbeschreiblich. Das kann man nicht irgendwie in Worten ausdrücken. Das gesamte Damenteam arbeitete hart am Gesamtweltcup-Sieg. Den letzten gab es 1979. Und da, glaube ich, kommt also dieses Betreuerteam, also stark zur Geltung. Wir haben ja Masseurinnen bei uns im Einsatz und da habe ich immer also sehr genau geschaut, wer wird als Masseurin engagiert, wer ist das. Da war also diese Vertrauensbasis dann sehr stark gegeben. Ja, ich bin schon ein bisschen älter als die Mädchen und ein bisschen Erfahrung habe ich auch. Dann kommen wir schon Tipps. Oder einfach, man braucht einfach mal jemanden, dem man was erzählen kann. Ja, die Bruni war einfach extrem wichtig für uns als Masseurin natürlich, aber auch als Frau und als jemand, zu der man immer gehen hat können zum Reden. Cheftrainer ist immer Chef und hat man immer Respekt, noch mehr als wie vom Spartentrainer. Die Trainer generell sind einfach die schon einmal die Vorgaben machen, so im Groben. Und ich habe den Raimund immer als einen recht menschlichen, verständnisvollen Cheftrainer empfunden, der durchaus streng sein hat können, der aber auch Nachsicht gehabt hat, wenn man vielleicht einmal ein Training nicht gemacht hat oder nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und man hat mit ihm auch andere Dinge besprechen können, nicht nur immer über Skifahren. Und das war schon sehr wichtig. Höhepunkt bei den Damen ist zweifellos der Zweikampf um den Weltcup-Gesamtsieg zwischen Petra Kronberger und Anita Wachtler. Petra Kronberger hatte ihre härteste Konkurrentin im eigenen Team. Die Saison 1990 sollte die erhoffte Wende bringen. War damals eine schwierige Situation, wie die Anita und ich gemeinsam um den ersten Gesamtweltcup-Sieg seit der Annemarie Moser-Pröll gekämpft haben. Wir haben diese Läuferinnen natürlich ein bisschen unter Druck gesetzt, weil für uns einfach die Zeit gekommen ist, dass sie Leistungen bringen. Und mit diesem Druck, den man ihr natürlich auferlegt hat, das ist ganz klar, haben sie sicherlich noch mehr an sich gearbeitet und haben uns da wirklich positiv überzeugt. Es war ein brutaler, nervlicher Kampf auch, weil für jedes Rennen hast du voll drauf sein müssen, hast alles geben müssen, aber es war kein Ellbogen im Spiel und eben auch nicht irgendwas Unfaires, was ich halt so wahrgenommen habe. Mit Start Nummer 5 nimmt Kronberger als erste der beiden das Rennen auf. Mit 55,61 Sekunden gelingt Petra Kronberger eine Spitzenzeit. Aber Anita Wachter steht noch am Start und hat zusätzlich den Vorteil, über Funk die Kriterien der Strecke zu erfahren. Übermittlerin dieser Daten ist ausgerechnet ihre schärfste Konkurrentin, Petra Kronberger. Was die Petra aber besonders ausgezeichnet hat, sie war sehr sozial eingestellt. Wir wissen von Spitzensportlern, soziale Einstellung und Spitzensport, das verbindet sich nicht immer. Und sie hat diese Spagat also toll geschafft. Der Weg zum Weltcupsieg gipfelt im Zeitduell zwischen Kronberger und Wachter. Im Ziel will und kann Petra Kronberger die letzten Meter ihrer Konkurrentin nicht mitverfolgen. Gespannt blickt sie auf ihre Betreuer und registriert erst lange, nachdem Anita Wachter als Zehnte abgeschwungen hatte, dass sie als neue Weltcup-Gesamtsiegerin feststeht. Die Wirklichkeit hat die Träume überstiegen, muss ich sagen. Ich kann mich einfach erinnern, wie eben vor dem Fernseher gesessen bin und die Annemarie Moser, diesmal eben, die hat den meisten Eindruck in mir hinterlassen und auch Franz Klammer.
die haben gewonnen und wie sie dann auch gejubelt haben im Ziel und gefeiert worden sind, dann habe ich mir gedacht, nein, das war schön, wenn man das auch mal erleben dürfte. Mit ihrem ersten Gesamtweltcup-Sieg tritt Petra Kronberger 1990 in die Fußstapfen der legendären Annemarie Moser-Pröll. Ich nehme Ihnen diesen Pokal ab, ich weiß, er ist sehr, sehr schwer. Ich kann nur sagen, was ich vorhin gesagt habe, dass das einfach so fantastisch war, was sie geleistet hat und vor allem ihre Art und Weise, wie sie die Leute gegenüber auftritt, fasziniert mich. Und da muss ich ehrlich sagen, Petra, du hast einmal gesagt, ich weiß nicht, wie ich ankomme im Fernsehen, aber du kommst sehr gut an. Super, ja. Doch ein bemerkenswerter Weltrekord Kronbergers ging damals in der Euphorie über den Gesamtweltcup-Sieg unter. In einer Saison siegte sie in allen 5 Disziplinen. Absurderweise nahm ausgerechnet ein Autounfall allen Druck von ihr. Der Druck kostet extrem viel Energie, um den irgendwie von sich zu halten. Ja, gelingt manchmal besser, gelingt manchmal weniger gut. Ich weiß nur, in der Saison, wo mir das gelungen ist, in allen 5 Disziplinen zu gewinnen, die hat begonnen mit einem Autounfall im August, glaube ich, oder September. 3 Wochen Pause, Gott sei Dank nicht so viel passiert. Aber es hat irrsinnig viel Druck von mir genommen, weil ich gewusst habe, ja gut, wenn ich jetzt nicht so tolle Leistungen bringe am Anfang der Saison, ich kann mich immer auf den Autounfall ausreden, ich habe weniger Training gehabt und so weiter und so fort. Und das war sehr, sehr befreiend. Ich weiß noch, dann die ersten Trainingstage, wie befreiend ich da Ski gefahren bin. Alles hat sie schon gewonnen in ihrer steilen Karriere, bis auf einen Super-G. Aller Druck prallt von ihr ab. Es gibt eine neue Bestzeit, es gibt eine neue Führende. 1:28:56 und schauen Sie diesen Vorsprung an, 1:37. Ja, das hätte auch Sigrid Wolf nicht mehr für möglich gehalten. Unglaublich, 1:14 der Vorsprung von Petra Kronberger. Es war eine gewisse Selbstverständlichkeit und ich glaube, sie war die Erste, der das überhaupt gelungen ist. Das hat man damals medial ja, nicht wirklich registriert. Es ist damals gegangen um Gesamtweltcup, um Olympias. Oder Weltmeister, glaube ich. Sie war ja dann Weltmeisterin in Saalbach-Hinterklemm. Das hat also alles Priorität gehabt. Und das andere ist so nebenbei Erfolg, dass die Nachhinein betrachtet, hat man gesagt, ja, das ist ja eine besondere Leistung gewesen. Und vor allem ist es ja, glaube ich, innerhalb von einer sehr kurzen Zeitspanne, innerhalb von einem Jahr hat sie diese 5 Disziplinen gewonnen. Und da hat sie ja nach wie vor Weltrekord, was das anbelangt. Also ich persönlich versuche mich nicht zu ändern. Ich weiß, dass sich das Leben jetzt ein bisschen anders gestaltet durch die vielen Verpflichtungen, was man hat. Aber ich versuche, so zu bleiben, wie ich bisher war. Aber mit den Erfolgen werden die Erwartungen noch größer. Leider lässt man sich beeinflussen. Also man kommt dem gar nicht aus. Also ich bin dem nicht rausgekommen. Ich meine, es ist toll, wie Marcel Hirscher damit umgeht zum Beispiel. Also ich bewundere das. Ich selber bin überhaupt nicht dem ausgekommen. Und das hat mich in meiner Bewegungsfreiheit extrem eingeschränkt. Und auch in der Freude am Skifahren, weil da war immer dieser riesen Rucksack von Druck, den ich da mitgeschleppt habe mit mir und hat mich nicht viel weniger frei skifahren lassen. Das war also eher eine große Last. Und ebenso auch mit der Grund, dass ich es irgendwann nicht mehr tragen habe können. Ja, sie war ja ein sehr pflichtbewusstes Mädchen. Sie war ja sehr jung zu der Zeit noch. Und ich glaube schon, sie hat das so ernst genommen und hat sich selber sogar ein bisschen zurückgestellt. Sie hat gesagt, sie muss für die Nation gewinnen letztendlich. Und sie darf die Nation nicht enttäuschen. Und ich glaube schon, dass sie sich da irrsinnig viel Druck gemacht hat, den wir als Trainer vielleicht gar nicht so mitgekriegt haben, dass aus diesem Pflichtbewusstsein heraus viel passiert ist. Auf der anderen Seite, wenn dann der Erfolg gekommen ist, ja, wieder ein Sieg, das gibt dann so viel zurück und dann merkt man, ja, es zahlt sich aus und du glaubst wieder an dich selber und so gehst halt immer Schritt für Schritt weiter. Heim-WM 1991 in Saalbach-Hinterglemm. Die junge Salzburgerin will die Öffentlichkeit auf keinen Fall enttäuschen. Ziel ist zumindest ein Heimsieg. Und sie schafft es. Jetzt beginnt die Aufholjagd.
Und jetzt müsste sie das Ruhetempo hier mitnehmen. Do the hip shake, baby. Do the hip shake, baby. Jetzt ist das aus. 24, 26, 27, 28. Zeit bleibt stehen und... Ja, was sie da unten noch rausgeholt hat. 7/10 Sekunden. Goldmedaille für Petra Kronberger im Abfahrtslauf. Sie hat die Erwartungen erfüllt. Von der Last des Erfolgszwanges befreit, fließen jetzt Tränen der Freude. Ja, ich glaube, das waren die ersten Anzeichen 91, wo man ja diesen Abfahrtssieg nicht gefordert hat, aber damit gerechnet und gehofft hat, dass sie in Salzburger Land als Salzburgerin diesen Abfahrtsweltmeistertitel holt. Wer, wenn nicht sie? Und da war sie irrsinnig unter Druck. 3 Tage später startet Petra Kronberger im Super-G. Eine Medaille zum Abholen, behaupten die Experten. Sicher wieder Gold, was sonst? Und dann der große Schock. Ein Sturz kurz vor dem Ziel offenbart die emotionale Seite Kronbergers. Österreichs Herzeigemädel und neue Skikönigin begräbt im Schnee den Nimbus der Unbesiegbarkeit. Für sie ist die Weltmeisterschaft zu Ende. Jetzt kann sie wieder sein, was sie immer war. Ein verletzbarer Mensch. Meine Eltern waren damals auch zuschauen beim Rennen. Beide Elternteile waren da. Und ich weiß nicht, war es eine Woche vor WM-Beginn oder 2 Wochen. Da kann ich mich jetzt nicht mehr so erinnern. Da war ja der schreckliche Sturz von Gernot Rennstadler, der dann ja verstorben worden ist. Und ich habe gewusst, dass sie meine Eltern immer Sorgen machen. Und deshalb war es mir so wichtig, dass ich gleich, nachdem ich gestürzt bin, ihnen sage, braucht euch keine Sorgen machen, es ist alles soweit okay und mir geht's gut. Was? Gut. Ja. Und darum war auch diese Frage danach, wo denn meine Eltern gerade sind. Es war halt aus der tiefsten Emotion heraus und nach dem Bedürfnis, ihnen mitzuteilen, dass es mir gut geht im Grunde. Dass kein Grund zur Sorge in dem Sinn gibt. Dass eine Spitzensportlerin ihre verletzliche Seite so offen zeigt, sorgt in der Öffentlichkeit für Verwunderung. Dass das dann so missinterpretiert worden ist, dass die Menschen darüber lustig gemacht worden ist, dass es belächelt worden ist, ins Lächerliche gezogen worden ist, dass es so oft gezeigt worden ist, ich war selber völlig überrascht. Ich hätte damit nie gerechnet. Ich habe mir gedacht, was habe ich denn gesagt, dass das jetzt so gezeigt worden ist. Also ich kann es auch bis heute nicht wirklich nachvollziehen, warum das so ein mediales, öffentliches Echo gebracht hat. Ich habe das unheimlich toll empfunden, dass eine so sensible Frau so toll auf den Skiern da ist. Und der alpine Skisport ist ein unendlich harter Sport. Und es war für sie fast eine gewisse Befreiung dann. Ein Sturz ist keine Befreiung in dem Sinn, aber es war dieses Fallenlassen dann kennen und sich von der Szene einmal verabschieden für ein paar Wochen und diesen Druck abbauen. Peter, und stimmt das, dass dieses Interview jetzt das letzte für die kommenden 14 Tage war? Ja, das stimmt. Ich möchte mich jetzt echt einmal richtig abschalten von dem Ganzen, was geschehen ist, von dem Rumlauf, was ich gehabt habe. Und der Druck, der geht da nicht, den kann man da nicht einfach so wegstecken. Es hat einfach belastet. Man wird auch immer mit dem konfrontiert. Jetzt möchte ich mal wieder zu mir selber richtig finden und möchte einfach ein bisschen die Zeit daheim genießen. Dieses einmal Tränen vergießen. Das hat was sehr Reinigendes und man schaut sich dann die Sachen aus einem anderen Blickwinkel an und es relativiert auf einmal auch wieder und man kann auf alle Fälle auch Kraft schöpfen. Ja. Also insofern waren Tränen sicher oft wichtig. Wichtig war aber auch zu sagen, ja, bis dahin, aber nicht mehr, weil jetzt geht es einfach wieder weiter. Morgen ist das nächste Rennen und jetzt hast du eine neue Chance.
Die 1990er Jahre waren im österreichischen Skisport von einer Serie schwerer Stürze geprägt. Unter den Opfern viele Rennsportkolleginnen und Kollegen. Der Tod ist heuer ein ständiger Begleiter unserer Skisportler. Beim Abfahrtstraining in Wengen stürzt Gernot Rheinstadler zu Tode. 3 Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft. Ich bin mit Gernot gefahren. Ich habe ihn erlebt und ich habe ihn gesehen. Und ich weiß. Er war zufrieden, er war glücklich. Und sein Leben war in Ordnung. Und ich weiß auch ganz genau, wir werden noch einmal gemeinsam eine Skipiste finden. Bis dann, Gernot. Ski heil. Die Angst hat sich bei mir entwickelt. Am Anfang war die nicht da, also so in den Jugendjahren. Also als Kind war ich wirklich ein wüde Hen, wie man so gesagt hat damals. Und da war mir nichts zu steil, nichts zu schnell, nichts zu weit, nichts zu hoch. Und es war aber echt ein klasse Gefühl. Und dann so schön langsam, je weiter ich nach oben gekommen bin, dann sind die Abfahrten mehr geworden, sie sind schwieriger geworden. Du kriegst immer mehr Verletzungen mit von anderen Läuferinnen. Der Hubschrauber kommt, die Läuferin wird mit dem Akia weggefahren, wie auch immer. Das macht schon was mit einem. Und am Anfang kann man es noch vielleicht ganz gut verdrängen. Du musst es ja auch, weil es ist ein Überlebenswerkzeug eigentlich, dieses Verdrängen. Aber es hat dann schon mit der Zeit, sind da Mechanismen eingetreten, wo ich gemerkt habe, ich kann das eigentlich nicht mehr verdrängen. Wo mich diese Angst schon begleitet hat, relativ oft oder relativ ja, lang auch. Was mir Gott sei Dank immer gelungen ist, oder meistens, ich bin dann eine ins Starthaus stecken vor das Startstapel und habe gewusst, so, und jetzt muss ich alles ausschalten, alles beiseite legen. Jetzt gilt es nur, sich auf den Lauf zu konzentrieren und alles zu geben und auch mit Kopf zu fahren. Also auch, wenn schwierige Passagen waren, vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen, ein bisschen runterfahren und so, damit, weil die Sicherheit geht vor. Ja, aber trotzdem gut runterfahren. Mit dieser enormen Fokussierung geht Kronberger bei den Olympischen Winterspielen in Albertville 1992 an den Start, um Gold zu holen. Gerade bei so großen Ereignissen ist schon immer gut, wenn es möglich ist, gleich am Anfang eine Medaille einzufahren. Ob es jetzt die Kollegin macht oder ich selber. Natürlich will man es für sich selber immer am meisten. Aber auch wenn eine Kollegin eine Medaille macht, das ist eine sehr gute Voraussetzung, weil dann hat man schon mal geliefert, sozusagen, auch für die Öffentlichkeit. Das gibt neue Bestzeit. 1:25.84 und welche auch noch. Schon nach dem ersten Durchgang des Kombinationsslaloms übernimmt sie die Gesamtführung und behält diese auch nach dem zweiten Lauf. Nach einer überragenden Bestzeit in der Abfahrt und Platz 3 im Slalom ist Kronberger nicht mehr zu schlagen. Doppelführung für Österreich, Kronberger Gold. Ja, und wie ich das dann erreicht habe, ja, war das Beste, was mir passieren hat können, weil jetzt bin ich sogar Olympiasiegerin und die Olympischen Spiele haben gerade erst angefangen. Petra Kronberger, Autriche. Für die nunmehr 23-Jährige geht der nächste Traum in Erfüllung. Olympisches Gold in der Kombination. Und dann ist es nächsten Tag gegangen um den Slalom. Wir waren ja eine starke Slalom-Mannschaft. Und da ist darum gegangen, ob sie eingesetzt wird oder nicht. Und nachdem sie die Kombination und den Slalom der Kombination so brillant gefahren ist, habe ich mitentschieden, mit dem Präsidium letztendlich, dass wir sie auch im Slalom einsetzen. Und wie wir ihr das bekannt gegeben haben, sagt sie, na, ich will nicht fahren, da gibt es ja andere, die Anita in dem Fall, die Wacht-Anita, die ist ja viel besser im Slalom wie ich, lass dich die fahren. Dann habe ich gesagt, Petra, wenn wir entscheiden, dass du den Einsatz kriegst, dann bitte nimm das an und fahr das. Beim Spezialslalom liegt Kronberger nach dem ersten Lauf an dritter Stelle. Im zweiten fährt sie daher voll auf Angriff. 73 Hundertstel der Vorsprung. Ich habe dann alles nochmal
zusammengenommen und habe mir gedacht, wenn es nur eine Medaille werden würde, das wäre großartig. Ja, und dann ist sie perfekt aufgegangen. Sicher Vorsprung bringt sie ins Ziel runter. Und wenn sie gut herunterkommt, dann macht sie eine Medaille. In jedem Fall 1:33:10 für die Bestzeit. Jawohl, Petra Kronberger führt. Einen Tag vor ihrem 23. Geburtstag. Ist das eine Freude? Und so holt sich Petra Kronberger mit Leichtigkeit die zweite Goldmedaille im Slalom. Die Doppel-Olympiasiegerin von Albertville wird weltweit als neuer Skistar gefeiert. Die Schlagzeilen haben damals ganz Österreich bewegt. Bravo! Zweimal Gold. Goldener Sonntag für Österreich. Und schon während der Spiele ist im amerikanischen Time Magazine ein Bild von Petra Kronberger auf der ersten Seite erschienen. Fremdenverkehrsexperten haben gesagt, dieses Bild ist ein paar Milliarden Schilling wert. J'appelle pour l'Autriche Petra Kronberger. Mit ihrem dritten Gesamtweltcupsieg und der zweifachen Goldmedaille bei den Olympischen Spielen sowie insgesamt 16 Weltcupsiegen ist die Salzburgerin 1992 die beste Skifahrerin der Welt. Im Sommer wird auf Kreta schon für die nächste Saison trainiert. Ja, ich bin schon ehrgeizig. Ich glaube einfach, eben über andere Sportarten führt es dann mal zum Skifahren hin. Ich möchte schon mein Bestes geben, aber ich steige nicht so ein wie beim Skifahren. Immer wenn es mir nicht so hinhaut oder wenn ich mir mal ein bisschen tollpatschig anstelle, dann ist das auch nicht so schlimm. Im Dezember 1992, mitten in der laufenden Saison, geht die 23-Jährige am Höhepunkt ihrer Karriere mit einer für alle völlig überraschenden Ankündigung an die Öffentlichkeit. Es ist kein Gerücht, ich tritt heuer mit Ende dieses Jahres vom aktiven Rennsport zurück. Seid mir nicht böse und bitte versteht es. Begonnen hat alles eigentlich schon im Sommer, wo ich dann den Entschluss gefasst habe, dass dies meine letzte Saison ist im Skirennleben. Ich habe damals schon gemerkt, dass die Freude nicht so ganz kommen will, dass doch ziemlich Überwindung bedurft hat, eben zu den Kursen zu fahren und zu trainieren. Habe allerdings immer die Hoffnung dann in mir tragen, eben im Herbst kommt oder spätestens in Amerika bei den ersten Rennen, weil einfach die Atmosphäre bei den Rennen wieder ganz andere ist als beim Training. Aber auch in Amerika habe ich mir dann eingestehen müssen, eigentlich bist du nimmer so mit dem Einsatz, mit den 100% dabei, die du eben die letzten Jahre gehabt hast. Diese Leere, die ich gespürt habe, das Mentale, das immer leerer geworden ist, das Körperliche. Ich habe die Kräfte einfach nicht mehr mobilisieren können. Es war so, wie wenn man das Auto in der Garage steht und es springt im Grunde, es springt nicht mehr an. Und wie war eigentlich die Reaktion dieser Öffentlichkeit, die Sie ja doch sehr stark vereinnahmt hat? Denn die Petra Kronberger war nicht nur eine Person, eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, das muss ich schon so sagen, sondern Sie galten bei vielen Fans, ich glaube, das haben Sie aus Ihren Briefen ja auch selbst herausgelesen, als öffentliches Gut. War das nicht manchmal ein bisschen zu belastend, zu viel des Guten vielleicht? Ja, ich müsste lügen, wenn ich sage, nein, das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Das war sicher eine Belastung. Und manchmal ist der Druck schon ziemlich groß geworden. Ja, meine Mutter hat zwar gesagt, sie hat selber nicht gewusst, was ich mir raten soll, weil ich erzählt habe, einerseits weiß ich, ich kann mit dem Skifahren nicht mehr leben, aber irgendwie kann ich auch ohne Skifahren mir das Leben nicht vorstellen. Was ist so schwierig, sie zu entscheiden. Und ich habe auch wirklich nicht gewusst, was mich dann erwartet. Und da hat sie mich angerufen und gesagt, sie kann nicht mehr, sie hat keine Lust mehr, sie mag nicht mehr. Und da habe ich gespürt, dass ich, heute würde ich mal sagen, dass ich wirklich ein Burnout gehabt habe, dass ich ausgebrannt war. Und das wäre jede weitere Abfahrt, jedes weitere Training wäre wahrscheinlich für sie sehr gefährlich geworden, dass sie sich nicht noch verletzt. Da
da ist so viel in Erfüllung gegangen und das ist so erlösend. Es ist ein Druck abgefallen und mir sind so viele Träume schon in Erfüllung gegangen und man verändert sich durch so viele Situationen, die auf einen einkommen. Es war so dieser Schritt ins Leere. Und ja, trotzdem habe ich gewusst, ich muss jetzt diesen Schritt ins Leere machen. Ich habe keine Ahnung, wo der hinführt, aber ich muss ihn jetzt machen. Und das, was du ein Leben lang gemacht hast, ist nicht mehr da. Und was kommt jetzt so? Wo sitzt es jetzt an? Wie waren jetzt Ihre Empfindungen bei den ersten Rennen im Jänner, wo Sie nicht mehr dabei waren? Marburg und Cortina. Ja, mit gemischten Gefühlen. Mit gemischten, immer. Kann ich mir vorstellen. Ja. Wir waren in Cortina Tampezzo natürlich mit dabei und auch ein bisschen in der Damenmannschaft in der österreichischen uns herum gehört, wie Ihre Ex-Kolleginnen nun den Abtritt der Petra Kronberger auffassen. In Cortina nimmt Petra Kronberger von der Mannschaft Abschied. Die bisherige Nummer 1 mit der kommenden Nummer 1. Ich möchte danke für die Kameradschaft, was du uns immer so gegeben hast und für die nette Zeit, dass du bei uns dabei gewesen bist. Und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, für das private Leben. Und ich hoffe, dass du uns manchmal besuchst. Danke. Man hat ja ganz viele Menschen um sich gehabt, die einen begleitet haben. Aber das ist ein bisschen ein abgedroschenes Wort, das mit Skifamilie, aber man ist schon eine Familie. Man trifft sie immer wieder, einmal da, einmal dort, an den weitest entferntesten Punkten der Welt kommt man immer wieder zusammen. Und du suchst immer danach, wie ich das wieder ersetzen kann. Was machen Sie jetzt mit der ganzen Freizeit? Ja, ich weiß noch nicht, was jetzt noch alles auf mich zukommt, eben aufgrund dieser Rücktrittserklärung. Ich möchte dann die ganzen Sachen einmal aufarbeiten, alles, was so mit Skifahren zu tun hat. Und ich will mich dann auch einmal erkundigen, welche Möglichkeiten es gibt, Matura nachzumachen. Heute Vormittag, Salzburg-Griesgasse, Matura-Schule, Akademia. Für Petra beginnt wieder der Alltag. Seit September hat sie 2 Prüfungen absolviert, Zeichnen und Physik schon sehr gut abgeschlossen. In 3 Jahren möchte sie die Matura machen. Warum tut sie sich das eigentlich alles an? Das war eigentlich immer schon ein Wunsch, dass ich nach dem Skifahren irgendwas noch weiterlerne. Und mich interessiert das einfach, was da vorgetragen wird in der Schule. Es sind einfach viele neue Dinge. Der Horizont wird automatisch erweitert. Und ich habe ja keinen Druck in dem Sinn. Ich kann mir ja Zeit lassen und ich kann das auch ein bisschen genießen. Also es war schon ein bisschen ein eigenartiges Gefühl. Ich war ja die Älteste. Ich habe eigentlich schon ein Leben hinter mir gehabt. Ich bin in der Öffentlichkeit gewesen eine Zeit lang. Und dann sitze ich da halt in der Klasse. Und manche haben mich erst noch ein 3. Mal erkannt, dass das jetzt die Petra Kronberger ist. Oder haben sie vielleicht auch gar nicht so traut, mich anzusprechen. Nicht gewusst, wie sie mit mir umgehen sollen und so. War schon schwierig, ja. So wieder zurück zu den Wurzeln und zu den Ursprüngen sozusagen. Kennen Sie sowas wie Prüfungsangst? Ja, natürlich. Ich habe jetzt 2 Prüfungen gehabt bis jetzt. Es war ganz verschieden bei der ersten. Da habe ich mir gedacht, so schlimm wird es nicht, wenn es schon die Abfahrten, die runtergefahren bist und bei einer WM unter größtem Druck deine Leistungen gebracht hast, dann wird das schulisch auch gehen. Aber es ist natürlich was anderes. Vor Physik allerdings war ich schon sehr nervös. Und da war ich wirklich froh, wie das vorbei war. Ja. Das zeigt ja schon allein, dass sie also sofort nach diesem Triumph sich wieder eine Stufe tiefer gestuft hat und mit der Matura begonnen hat. Dann die Matura gemacht hat, im Domchor gesungen und Führungen, Kunstführungen gemacht. Das ist ja alles vom System her eigentlich eine Ausnahme. Petra Kronberger studierte Kunstgeschichte und arbeitete danach als Kunstkuratorin in Salzburg. 2016 kehrte sie als Frauenbeauftragte zum ÖSV zurück. Ja, das Frauenbild war und ist schwierig zu beschreiben von damals. Ich habe schon gemerkt, dass ich meine fraulichen Seiten nie so ausleben kann. Das hat aber sicher viel mit dem Sport zu tun, den man ausübt und mit der Härte, die man an den Tag legen muss. Und es ist ein Risikosportart.
Im Umgang miteinander sah und sieht sie im Skisport die Notwendigkeit für Veränderungen, auch wenn sie es vorsichtig formuliert. Jeder ist darauf aus, das Beste zu geben, sei es von Athletenseite, von Trainerseite, Physiotherapie, Service, Leute, die ganze Technik, wer immer da dabei ist. Und dass dann oft die Zeit zu kurz kommt, vielleicht einmal die Wärme zu geben, die jemand gerade braucht, ja, weil jeder so ein bisschen drinnen ist in seinem Tunnel. Oder wie es zu meiner Zeit war, wo sicher manchmal Ausdrücke gefallen sind, die mir weh da haben, ja, oder die was gemacht haben mit mir. Oder der Umgang vielleicht im damals schon nur ein rauerer war, wie gesagt, nicht von allen, sondern halt von ein paar Trainer. Da hat es sicher Potenzial gegeben oder gibt es Potenzial, nur das eine oder andere zu verbessern. Uns springen ja durch viele Mädchen auch im Nachwuchs bis hin zum Weltcup, springen uns ja immer noch viel zu viele Mädchen ab. Dropout-Quote ist doch sehr hoch und ich glaube, das ist wichtig, dass jemand bis in die Tiefe, also sprich ein bisschen Nachwuchs, aber dass diese Funktion wahrnehmen kann. Und mit der Petra haben wir da eine gute, wirklich eine kompetente Persönlichkeit. Durch die Missbrauchsvorwürfe, die den ÖSV seit Ende 2017 beschäftigen, ist Petra Kronberger als Frauenbeauftragte besonders gefordert. Sie möchte Grenzen klar definieren und sich für ein modernes Frauenbild im Skisport einsetzen. Es ist sicher wichtig, mich noch intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe das ja schon gemacht, also es war ja für mich nicht Neuland, die MeToo-Geschichte in dem Sinn, dass ich ja schon bei der Präsentation von der Broschüre von 100% Sport von dem Verein dabei war, wo es für Respekt und Sicherheit geht, über sexualisierte Gewalt im Sport. Da habe ich mich ja schon damit auseinandergesetzt, was wird damit gemeint, wie werden die Bereiche abgegrenzt, was ist ein schwerer Übergriff, leichterer Übergriff und so weiter. Generell ist es wichtig zu sensibilisieren. Also es ist gut, dass man darüber redet, dass man sich damit auseinandersetzt, dass ich mich in meiner Funktion noch besser damit auseinandersetze. Habe auch entsprechend Fortbildung gemacht, damit ich weiß, was wäre, wenn. Und es gibt mir auch Sicherheit und ich möchte ja auch dafür da sein, dass wer auch immer zu mir gehen kann, wenn er mal in so eine Situation gerät und sie mit mir absprechen kann. Ja. Und dann in weiterer Folge gibt es eh die Experten. Mein Ziel ist, dass ich zufrieden bin und glücklich bin und das Leben, was es alles bringt, dass das auch schätze und entsprechend genieße und bewusst erlebe.